wunderschönen guten Tag und schön, dass ihr dabei seid. Willkommen in Norwegen. Wie schon angekündigt, bin ich hier, um ja ein Event zu filmen. Es ist ein Rennen, wo, sagen wir mal, Schneemobile, Quatsch, ja, eine Skipiste rauf und runter brettern. Und dafür gibt es sogar hinterher noch einen Pokal. Und da bin ich mit dabei und das filme ich. Ich muss jetzt mal den Martin anrufen von weiterweg.de, weil der holt mich jetzt nämlich ab, weil der ist nämlich auch da. Den kennt ihr aus Schweden. Das sind nicht viele Kilometer. Ich guck mal, dass ich den jetzt erreiche. Und der parkt irgendwo 4 Kilometer entfernt. Ja, guten Tag. Ich bin an einem Busbahnhof, glaube ich, oder so. Draußen? Ja, ich bin draußen. Tö. Ja, das war ja einfach. Hier scheint das nicht so groß zu sein mit dem ganzen Flughafending. Der holt mich jetzt einfach hier ab. Irgendwo draußen halt. Martins Vehikel ist auch nicht zu übersehen, weil er holt mich mit dem Tweet hier ab. Ich denke, wer die Schweden-Vlogs verfolgt hat, der weiß, was es für ein Gefährt ist. Wie schon gesagt, man muss nicht viel Ausschau halten. Kennt er, ne? Kennt er. Mit Gefährt hinten drauf. Ah, ist das schön? Es ist etwas lauter im TT, aber das macht überhaupt nichts. Das kriegen wir auch hin. Was denn? Das ist nicht laut. Das ist nicht laut? Nein. Nein? Erzähl weiter. Okay. Es ist kühl, aber es ist nicht so kühl wie in Deutschland. In Deutschland hatten wir 3 Grad. Hier haben wir, ich weiß gar nicht. Suchst du ein Thermometer? Haben wir nicht, ne? Das ist ein 35 Jahre alter LKW. Ja, entschuldige bitte. Geile Karre. Hier hinten kannst du pennen, habe ich gesehen, ne? Ja. Schön. Warum wusste der Rest der Familie? Die Chefin muss arbeiten und die Kinder müssen in die Schule. Ah, okay. Also Schule. Deswegen sind wir alleine. Wir fahren jetzt in den Tunnel, nicht, dass der Empfang gleich weg ist. Ne? Bis gleich. Leider ist das Wetter doch nicht so schön wie gedacht. Das ist sehr schade. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Und morgen ist ja das Eigentliche erst. Es ist immer noch kalt, deswegen muss ich mal langsam eine Jacke anziehen. Wir sind bei Monsenmachin, habe ich gelernt, heißt das. Monsenmachin angekommen. Das ist das Auto von Andreas. Andreas ist da irgendwo. Die machen in seinem Laden, probieren die halt eben gerade irgendwelche Sachen aus. Nochmal zur Erklärung vielleicht. Der Andreas verkauft halt eben diese Scooter und so weiter, diese kleinen netten Gefährte. Ja, auch so Aufsitzrasenmäher und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich ist er einer der größten, wenn nicht der größte Polaris-Händler hier in Norwegen. Und jetzt gehe ich mal rein, weil langsam ist echt kalt. Martin spielt schon wieder rum. Unfassbar. War das so ein Rasenmäher für zu Hause? Ja, kann ich nicht. Schön auf Fernseher davor? Ja. Vielleicht fahren wir beide auch mit so einem Rasenmäher zurück. Nur? So ein, ja, gut. Tüti lassen wir hier stehen oder was? Und dann, okay. Ruf deine Frau an, wird was später. Ja, das kann dauern. So, während die jetzt hier nochmal organisatorische Sachen zu tun haben, gehen wir einmal nach oben. Der Andreas hat nämlich hier eine extra Polaris-Spielwiese. Das ist, kann man das gut sehen. Ne? Das heißt also, eine relativ große Fläche, wo nur Polaris zu sehen ist. Ne? Ich zeige euch mal so ein paar Sachen. Thank you.
Ja, wie man ganz klar sehen kann, ist das auch ein Razor. Allerdings mit einem kleinen Umbau der Reifen in ein kleines Kennfahrzeug. Ganz nett. Ja, ja, das ist es wieder. Dieses Geräusch. Ja. Da ist das Biest wieder, das Monster, das kleine nette Monster. Allerdings andere Reifen drauf. Der Andreas hat gesagt, er probiert mal ein bisschen was anderes. So, und das muss ich jetzt auch nochmal erklären. Ich habe gerade erfahren, das ist hier im Hintergrund die, ich sag jetzt mal, die Ampel, wo das Rennen morgen halt eben immer startet. Das kennt man vielleicht aus irgendwelchen Filmen, ne? Rot, Grün und Gelb. Und wir haben gerade erfahren, das hier zum Beispiel, das ist nicht das Originale, was morgen da sein wird, sondern das ist nur zum Trainieren. Das heißt also, wenn so ein verrückter Typ, der in der Garage einfach Bock hat zu üben, seinen Start üben kann, um zu gucken, wie zählt das Ding runter, dann kann man sich das als Trainee in die Garage stellen und dann damit üben. Ist das nicht lustig? Kostet auch nur 1500, ich weiß gar nicht, Dollar. Und das Ding ist auch aus den Staaten und die Lämpchen auch. Das heißt also, wenn da was kaputt geht, kann man direkt mal richtig in die Tasche langen. Also wir sitzen gerade im Tweety. Der Martin tankt jetzt gerade noch. Wir waren ja gerade noch beim Andreas in der 4. Ihr habt den noch gar nicht gesehen. Ich versuche den gleich nochmal zu erwischen. Und wir fahren jetzt gleich mal zu dieser Skipiste, wo wir letztendlich morgen sind, um uns das schon mal anzugucken. Und Andreas und seine Kollegen packen da schon mal so ein paar Mobile hin, ne, die wir gerade aufgeladen haben. Ja, wie gesagt, Martin tankt jetzt und dann fahren wir mal zur Skipiste und sehen uns da mal nochmal um, ob alles soweit in Ordnung ist. Hör mal, erzähl doch mal was über Tweety. Du hast, also ich weiß, dass er schon ein bisschen extra für euch gebaut ist, ne? Oder umgebaut ist. Wir fahren ein Magirus Deutz von 1984. Ja. Ein ehemaliges Fahrzeug vom Technischen Hilfswerk und von der Flughafenfeuerwehr. Und wir haben den ein bisschen umbauen lassen, indem hinten der Koffer, der Rollladenkoffer runter ist. Und wir haben eine Plattform bauen lassen, wo der Polaris Razor drauf passt. Ja. Und das ist unser Reiseauto, weil wir hinten drin schlafen können und unser Spielzeug mitnehmen können. Jo. Und er ist in Schweden steuerfrei, weil er alt ist. Ah! So, wir sind an der Skipiste angekommen. Und zwar da. Und da geht es morgen runter, beziehungsweise rauf und runter. Mit diversen Fahrzeugen, mit den SUVs, nicht, wollte ich gerade sagen, mit den ATVs, ATVs, mit den Quads, mit den, ich weiß gar nicht, wie die Dinger alle heißen. Ja. Das ist aber auch mir egal, ich muss ja nur aufnehmen. Also, das ist, einen Moment bitte, ich muss eben, das ist in echt, ist das noch viel größer, als das eigentlich, als ich das im Video gesehen habe zum Schneiden. Das ist echt schon groß und hoch und steil. So, es muss natürlich auch ein bisschen gearbeitet werden noch. Die Sachen, die wir vorhin aufgeladen haben, die müssen natürlich jetzt auch noch wieder runter. Es hat übrigens natürlich auch ordentlich angefangen zu schneien. Besser als Regen natürlich. Ne, Martin? Es hat ordentlich angefangen zu schneien. Ja. Besser als Regen natürlich. Ich spreche jetzt einfach nicht weiter. So. Ja. Ich weiß noch nicht. Also ich überlege gerade noch, die Drohne starten zu lassen. Martin. Wenn er jetzt die Drohne starten lässt, das wäre super. Überlege ich, wirklich. Aber ich weiß nicht, was mit Schnee ist. Verstehst du? Und dann habe ich den Schnee auf der Linse. Schnee ist weiß und man kann ihn nutzen. Weiße? Dabei haben wir noch gar keinen Alkohol getrunken. Ich möchte aber bitte gleich irgendwo noch ein Bier haben, Martin. Wir haben noch gar keinen Alkohol getrunken und wir müssen auf jeden Fall gucken, ob wir gleich noch ein Bier kriegen. Aber guck mal, das Licht sieht richtig, in diesem Licht sehen wir sehr schön aus. Ja, oder? Du auch. Ja, danke. Hahaha.
Was eine Show! So, weil es hier kein Bier gibt und unten gibt es gerade für mich nichts zu tun, versuche ich mal diesen Berg zu erklimmen, und zwar zu Fuß. Weil der Lift ist inzwischen ausgestellt und ein Fahrzeug ist für uns scheinbar gerade nicht griffbereit, fahrbereit, wie auch immer. Das ist ganz schön steil, um hier raufzulaufen. Ich glaube, ich werde morgen einfach den ganzen Tag die Drohne rauf und runter fliegen lassen. Ich habe gedacht, man könnte hier, das sah auf dem letzten Film, das war Fehlannahme, das sah so schön einfach aus, man könnte hier mal eben rauflaufen. Alter! Jetzt, ne? Wo ich fast oben bin, ne? Da kommen die hinterher. Kann man das sehen? Nein, ist schon Schnee auf der Linse. Aber viel habe ich nicht mehr. Fucker hier. Ah! So, jetzt bin ich ja raufgelaufen, dann können wir auch runterfahren. Hä? Sehr besser. Ist auch viel angenehmer. Ich sehe nichts. Was?